Herzlich willkommen bei Evogame TV. Mein Name ist Jacob und ich stelle euch das Spiel, den Turnback Simulator, vor. Es ist eigentlich die Austria Edition, denn wir haben das Spiel geupdatet. Für alle, die es nicht wissen, hier unten kann man auf den German Truck Simulator Button gehen. Und dann kommt man auf so eine nette Webseite. Da kann man sich das Ganze downloaden. So. Ja. Und wir starten direkt mal ein neues Spiel mit dem Namen Jacob. Fortfahren. Und starten direkt mal in Wien. Ja, in Wien starten wir, oder? Ja. Ja. So. Nun zum Spiel. Das Spiel ist eine Wiedervorgänger. Man muss Sachen von A nach B bringen. Also es ist nichts anderes im Update. Also es ist wieder Turnback Simulator. Nun, man hat noch vier österreichische Städte. Aber zum Vergleich zu Eurotruck Simulator ist es eine deutliche Steigerung, denn die Karriere ist deutlich abwechslungsreicher geworden. Ja, so. Und wir tun einfach mal die Map aufrufen, so wie uns das alles erklärt wird hier. Ein Notizbuch, mache ich alles so wie die es wollen. M. Und sehen gleich die erste Neuerung, und zwar, ja, jetzt muss ich kurz die Ansichten durchwechseln, sonst geht die Krise, und zwar einen Kreisverkehr. Ja, das gab es noch nie. Jetzt ist das neu. Es gibt tatsächlich Tomaten nach Nürnberg. Oh ja, Tomaten, toll. Jetzt fahren wir einfach mal aus Wien raus. Also, man wird später auch noch selbstständig in dem Spiel. Das ist aber erst nach, was wir fahren, ist für eine Firma. Erst danach möglich. Also, wir können dann selbstständig werden, eine eigene Firma gründen. Ja, und dazu brauchen wir halt ein bisschen Geld, ne? Dann muss man sich zusammenfahren, selbstständig werden. Also, ich hab's auch mal bis zum Level, keine Ahnung, was geschafft. Da hatte ich auch drei oder vier, ja, drei Sterne. Also, war schon recht weit. Ja, so. Fahren jetzt mal direkt aus Wien raus. Links geht irgendwo hin, weiß ich nicht, wahrscheinlich zu einer Firma. Ja, das Spiel kostet 30 Euro im Handel. Der Preis ist etwas hoch für mich, weil wer das Spiel nicht, also wer es nicht so kennt in der Art, so wie ich, der hat halt seine Probleme dann damit, weil wenn es ihm nicht gefällt, sind 30 Euro doch dann echt viel. Aber für mich, ich spiele die ganzen Trucker-Serie, ich habe Eurotruck Simulator gespielt, 18 Years of Steel, ich habe einen Extrem Truck Simulator schon Gameplay gemacht, alles drauf und runter schon gespielt, und davon ist die German Truck Simulator das Beste. Ich werde auch noch von anderen ebenfalls noch ein Gameplay machen. Ja, dass die auch nicht leer ausgehen, weil ich von allen ein Gameplay mache, also auch von Eurotruck Simulator und von 18 Years of Steel. Falls euch interessiert, also können wir auch noch ein zweites machen, und da kann ich dann meinen, wo ich etwas weiter bin, schon selbstständig bin, meinen Account zeigen. Aber nur wenn ich wirklich wollte, also da müsst ihr was in Kommentaren da lassen. Sonst weiß ich es nicht. Nee. Ja, jetzt fahren wir hier entlang. Wir führen jetzt auf Elvogaming TV ein neues System ein, und zwar das Schulnotensystem. Wir bewerten die Spiele und geben ihnen dann Schulnoten für bestimmte Unterpunkte. Also wir schreiben es in die Kommentare rein, oder ich meine nicht Kommentare, sondern in den Abspann rein, welche Noten das Spiel bekommen hat. Also wir schreiben zum Beispiel rein, Grafik 3, Spielspaß 2, Preis-Leistungs-Verhältnis 5 und immer so weiter halt. Verschiedene Punkte. Und das listen wir euch dann hinten im Abspann auf. Das könnt ihr euch nochmal in Ruhe angucken. Weil wir haben es dann für euch getestet, wir haben euch die Noten erstellt und dann könnt ihr euch ein bisschen Bild davon machen. Hier ist übrigens eine Tankstelle, da gehen wir aber nicht raus, weil wir nur schlafen und tanken können. Und wir müssen gerade beides nicht. Ja. Dann gibt es diese sehr große Deutschland-Map hier. Wo ein paar Städte fehlen meines Erachtens, aber das ist ja nicht so schlimm. Ja. Und so geht das jetzt eine Weile weiter. Also, dann, ich sag jetzt einfach mal die Noten zum Spiel. Also der Grafik eine 2 geben, weil die doch recht gut ist. Es ist besser als bei den Vorgängern, ist schön animiert, vor allem in Österreich.
Da würde ich eine 1 bis 2 geben, aber weil es in Deutschland auch recht schlecht ist, eine 2,5. Machen wir eine 2 draus und dann gibt es im Schnitt eine 2. Der Spielspaß. Am Anfang, ja, ist er recht hoch, also würde ich sagen eine 3. Weil es ist schon interessanter gestaltet als bei den anderen, aber nach einer Zeit lässt es dann doch nach, weil man dann selbstständig ist und da kommt keine Abwechslung mehr. Man muss einfach nur die Fracht wieder abliefern. Also dafür eine 3. Preis-Leistungs-Verhältnis auch eine 3, weil ich meine 30 Euro ist für einen, also der die Spiele nicht kennt, doch ein bisschen viel und er weiß ja nicht mal, was ihn erwartet, also würde ich sagen eine 3. Ja, und dann kommen wir ungefähr auf einen Schnitt von 2,5 oder 2,7, wir machen einfach mal 2 bis 3 draus. Also unterm Strich das Spiel 2 bis 3, kauft es euch, wenn ihr Lust habt, wieder mal über die Autobahn zu truckern. Wenn nicht, dann lasst ihr die Finger davon. Und ich würde einfach mal sagen, wir beenden an dieser Stelle das Gameplay mit unserem neuen Bewertungssystem. Ich hoffe, euch gefällt es. Wenn euch was daran nicht gefällt oder welche Punkte wir noch aufzählen können, dann schreibt uns in die Kommentare rein. Mein Name ist Jacob, bis zum nächsten Mal auf Evergame TV. Ciao.